jetzige Römische Reich geht zu Ende. Wir bekommen es alle mit in den Medien. Tagtäglich bekommen wir Meldungen, die gegen Russland sind. Auf den Straßen gibt es jede Menge Demos. Da stellt sich eben die Frage, was tun wir im Ernstfall? Was können wir tun? Dazu heutiges Thema Krisenvorsorge und die Wege in ein autarkes Leben. Dazu habe ich heute zwei Studiogäste bei mir zu Gast. Einmal den Andreas Kreuter und den Eckhard Emde. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke. Ihr habt eine ganz besondere Initiative ins Leben gerufen. Das Ganze nennt sich Lebensinsel, also der Verein Lebensinsel. An dich die Frage, Andreas, wie ist eigentlich das Ganze entstanden? Wie seid ihr zu diesem Verein gekommen? Wie seid ihr zu dem ganzen Thema gekommen? Einfach den Leuten was zu bieten, wie jeder einfach in ein autarkes Leben finden kann. Ja, ich habe in Schwarz in Tirol eine kleine Landwirtschaft und habe mich beschäftigt seit langem mit der Thematik Saatgut. Mhm. Mir ist bewusst geworden, dass immer mehr Großkonzerne das Saatgut vereinnahmen, Lizenzen draufschlagen und dann den Bauern wieder verkaufen. Und über Jahrtausende war es ja so, dass die Gärtner und Bauern, also unsere Vorfahren, das Saatgut von gezüchtet haben und immer verbessert haben. Und letztendlich kommen dann Konzerne, nehmen das und verkaufen uns das zu überhöhten Preisen. Und vor allem, wir sind abhängig von diesem Saatgut, indem wir immer jedes Jahr neues Saatgut bestellen müssen. Und früher war es eben so, dass jeder Bauer fürs nächste Jahr das Saatgut aus der Ernte schon da gehabt hat und eigentlich dadurch unabhängig war. Mhm. Und jetzt ist die Situation, es hat sogar eine Gesetzeslage gegeben, wo man selbst im Kleingärtnerbereich kein Saatgut mehr hätte tauschen dürfen. Das ist dann jetzt vor 2 Jahren abgewendet worden. Und so ist es zumindest möglich, dass wir in unserem Kleingartenbereich, wie wir es machen, das Saatgut austauschen können, das Saatgut erhalten können. Es ist uns wichtig, dass wir die regionalen Saaten, Getreide, Gemüse, Obstsorten und so weiter, regional, da wo sie entstanden sind, weitervermehren und praktisch unabhängig sind von Zulieferung. Okay. Zu dir, Eckhard, was machst du in dem Verein genau? Was sind da hier deine Tätigkeiten und wie bist du eigentlich dazugekommen? Ja, wir haben uns eigentlich gefunden über den Begriff autark werden. Mhm. Das ist eine Lebensphilosophie, die viele versuchen, anfangen jetzt zu leben. Es geht einfach darum, dass wir feststellen, dass wir in vielen Bereichen sehr abhängig sind, dass wir aus Bequemlichkeitsgründen Themen auslagern. Das ist im Gesundheitsbereich ist, wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind, wir gehen zur Bank, wenn wir Geld brauchen oder Ähnliches und hoffen dort unsere Heilung, aber stellen immer mehr fest, dass wir eigentlich dort zunehmend mehr in Abhängigkeiten geraten und die Entscheidungsmöglichkeiten immer enger werden, deswegen auch. Und autark werden heißt eigentlich für uns, dass wir versuchen, die Verantwortung in den vielen Bereichen, wo wir sie abgegeben haben, wieder zu uns zurückholen. Und insofern haben wir angefangen bei der Lebensinsel eben auch im Bereich Selbstversorgung und Nahrungsmittel, gesunde Nahrungsmittelherstellung anzufangen. Und das ist das Thema, mit dem wir eigentlich begonnen haben, dass wir versuchen, so die grundlegenden Dinge des Lebens für uns selber wieder zu tun, zu lernen, das Wissen dazu zu vermitteln und wissen, wie man sich dann auch, wenn die Zeiten mal etwas schlechter werden, selber versorgen kann. Ja, und dann hat sich entwickelt, dass autark werden eigentlich nicht nur was mit dem Essen zu tun hat oder mit gesunder Ernährung, sondern es gibt eigentlich alle Bereiche des Lebens, die man unter dem Blickwinkel autark werden zumindest reflektieren muss und nachdenken muss, wie man diese Bereiche wieder in sein Leben holt, damit man in allen Bereichen eben die Verantwortung für das Leben wieder hat und damit eigentlich dann auch ganz automatisch eine gewisse Krisensicherung für sich erzielt. Ob das jetzt im Bereich Bevorratung ist, ob das im Bereich Finanzen, ob das im Bereich Gesundheitsvorsorge ist und in den vielen anderen Bereichen, in denen wir eigentlich fremdgesteuert sind. Und das ist eigentlich meine Motivation auch gewesen, zum Verein Lebensinsel bzw. den mit zu gründen.
und dort diese Aktivitäten zu etablieren. Und inzwischen ist es eine große Anzahl von Tätigkeiten, die wir abdecken. Wie ist es eigentlich genau? Ihr geht praktisch her, ihr habt eigene Landwirte bei euch im Verein mit dabei und ihr stellt jetzt euer Saatgut selbst her, tut es praktisch ein gutes Korn praktisch im Endeffekt vermehren. Also ihr habt praktisch eigene Landwirte, die mit euch gemeinsam das Ganze machen. Ist das richtig soweit? Nein, im Prinzip ist es so, dass wir Gärtner haben. Also die Landwirtschaft ist nicht bereit noch, die hat es auch noch nicht erkannt, diese Abhängigkeiten, weil das ja auch bequem ist, dass man Saatgut kaufen kann in Mengen, wie man es braucht und eben entsprechend anzubauen. Wir haben Gärtner, Hobbygärtner, die mit uns gemeinsam das Feld bestellen und ich für meinen Teil baue auch Saatgut an, diese alten Getreidesorten, die wir dann als Bevorratung haltbar machen mit einem speziellen Verfahren und die an Leute weitergeben, die eben vorausschauend denken und sagen, im Notfall brauche ich Saatgut, um wieder anbauen zu können. Sollte irgendein Problem, das können auch Naturkatastrophen sein, sollte irgendwas passieren, dass die Umverteilung nicht mehr funktioniert, so wie es bis jetzt ist. Also ihr seid praktisch noch auf der Suche nach Landwirten? Wir sind in Kontakt mit Landwirten, vor allem aus der Bioschiene, aus dem Demeter-Bereich, die eben noch diese reinsaatigen Saaten haben, die noch nicht genverändert sind. Und mit denen kann man weiterzüchten. Und deswegen bieten wir eben so ein Saatgutpaket auch an, wo Gemüse, Getreide und so weiter, bestimmte Körnerfrüchte drin sind, das man dann über haltbar machen, über die Einschweißung in einen Alu-Verbundsack, wo ein Sauerstoffabsorber drin ist. Und das bietet uns die Möglichkeit, dass das Saatgut eben jahrzehntelang keimfähig bleibt. Und das ist ein Teil unserer Kurse, wo wir das Ganze vorstellen, wo wir das erklären, um was es da geht. Das hast du schon das Schlagwort eigentlich erwähnt, Andreas, und zwar das Thema Kurse. Ihr bietet jetzt praktisch Interessierten Kurse an. Ja. Was macht ihr genau in den Kursen oder was tut ihr da vermitteln? Was für Wissen wird da vermittelt? Ja, meinerseits ein Basiskurs, der 2,5 Tage geht und dann ein Intensivkurs, wo die Themen dementsprechend mehr beleuchtet werden. Und da versucht man den Leuten zu zeigen, wie man mit alten Handwerksgeräten, also wo man keinen Strom und keine fremde Energie braucht, sein Leben meistern kann. Und da geht es einerseits um Energie, Wärme, wie man Holz zubereitet, um einheizen zu können. Andererseits um Lebensmittel, wie man bevorratet sein sollte und wie man dann Lebensmittel entsprechend selbst produzieren kann. Beispiel ist zum Beispiel das Keimbrot, wie man mit Getreide, mit gekeimtem Getreide in sehr hoher Qualität eben entsprechend einfach in Krisenzeiten überleben könnte. Und genauso eben geht es in den Bereichen, wie man das aus der Saat, das neue Saatgut wieder gewinnt im Gemüsebereich. Und so gibt es viele Themen, die uns in solchen Krisenzeiten berühren, wo wir jetzt überhaupt gar nicht nachdenken. Da geht es auch darum, wie man zum Beispiel, wenn ein Stromausfall wäre über längere Zeit, dann würde da KWC in der Form funktionieren, dann bräuchte man Humusklos. Auch das zeigen wir. Und vor allem auch, wie man aus kleinsten Flächen, am Balkon zum Beispiel, unter Umständen auch Gemüse ziehen kann, wenn man entsprechende gute Humusqualität, das nennt sich dann Terra Preta, wie man das produzieren selber, wie man Holzkohle herstellen, um eben dann eben auf kleinen Flächen gesundes Gemüse in einer entsprechenden guten Menge erzeugen können. Also selbst für Leute dann auch gedacht, die irgendwo in einer Großstadt wohnen, wo vielleicht nur einen Balkon oder so haben, selbst den Leuten gibt es verschiedene Tipps, wie die praktisch ihre, wie auch immer, auch wenn es nur im kleinen Umfang ist, wie man das eine oder andere effektiv herstellen kann. Das ist richtig so. Ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt neues Wissen vermitteln. Das ist ja ein Wissen, was früher überall
bekannt war und gelebt wurde. Meine Großeltern oder unsere Großeltern, die haben das ja alle noch gewusst, wie man mit einfachen Mitteln und autark leben kann, weil da die Möglichkeiten auch gar nicht waren. Inzwischen ist es ja so, dass durch die industrielle Nahrungsmittelherstellung dieses Wissen komplett verloren gegangen ist. Und was wir auf den Kursen feststellen, wenn wir diese einfachen Möglichkeiten aufzeigen, dann stellen die Leute fest, dass autark werden von der Technik und von den Möglichkeiten eigentlich ganz einfach wäre. Wir wissen es nur einfach nicht. Das ist quasi wie so ein Wiedererinnern, was alles möglich ist, wie man Sauerkraut macht, wie man Gemüse und Obst haltbar über den Winter bringt oder sowas. Das sind ja ganz einfache Techniken, die aber eigentlich die wenigsten Leute mehr wissen, weil das überall im Supermarkt alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht der Warenfluss oder die Bereitstellung von Lebensmitteln in den Supermärkten vielleicht mal stocken könnte oder auch ein Stromausfall sein könnte. Und ich habe dieses Wissen, wie ich mit den einfachen Gerätschaften, die ich dann zur Verfügung habe, eben mich problemlos auch selber über die Runden bringen kann oder auch gut über die Runden bringen kann, dann ist das eine unheimliche Befriedigung auch für die Teilnehmer, weil die wissen, dass es eigentlich einfach ist. Und das sagen uns die Leute eigentlich auch immer. Autark werden ist eigentlich einfach. Na, wissen muss man es. Und das ist eigentlich der Zweck der Übung, dass wir die einfachen Hilfsmittel und Möglichkeiten aufzeigen, wie einfach es eigentlich geht. Und da ist dann immer ein sehr großer Aha-Effekt dabei. Man hört es ja oft, wenn man sich mit älteren Leuten einfach unterhält, wie das früher war. Ja. Ja, da wurde Sauerkraut präpariert in großen Fässern, wo man dann praktisch den ganzen Winter durch Sauerkraut hatte. Ja, da gab es die alten, schönen Traditionen, wie man das Ganze gemacht hat. Mhm. Und da ist aber nur ein Geschmack und ein Aroma einfach da. Heute ist es einfach schön im Glas oder in der Konservenbüchse mit jeder Menge Geschmacksverstärkern und mit Konservierungsmitteln. Ja. Und das ist auch nicht auf natürliche Art und Weise irgendwie haltbar gemacht, sondern meist mit irgendwelchen Zusätzen. Ja. Und man weiß es ja auch, dass eigentlich die größten Lebensmittellieferanten, oder ich rede jetzt mal am besten nicht von Lebensmitteln, sondern von Nahrungsmittellieferanten, ja, sind eigentlich die Chemiekonzerne. Man spricht ja davon, dass jeder Mensch, also übers Jahr verteilt, wenn man das ungefähr, der eine mehr, der andere weniger, aber ungefähr 20 Kilogramm Zusatzstoffe aufnimmt über die Nahrung. Ja. 20 Kilo, das muss man sich einfach mal so zu Gemüt führen, was wir eigentlich da die ganze Zeit essen. Ja? Also das ist auch die Motivation vieler Teilnehmer, die einfach kommen und sagen, die vielleicht auch aus gesundheitlichen Problemen nicht mehr viel das, was angeboten wird, industriell hergestellte Nahrung zu sich zu nehmen, dass sie das nicht mehr vertragen. Und die Motivation ist bei vielen, dass sie einfach wieder kommen und lernen wollen, wie kann ich gesundes Essen selber produzieren. Weil gesundes Essen im Draußen, auch wenn Bio draufsteht, ist ja bei weitem nicht Bio drin. Und das ist eine Motivation von vielen, dass sie das wieder lernen und auch lernen, wie man sowas selber herstellen kann. Praktisch auch Ernte nach der Jahreszeit in dem Sinne, auch die Ernährung nach der Jahreszeit. Nicht so, dass man irgendwie Südfrüchte isst, mitten im Winter. Genau. Ja. Ja, das ist ja nicht so von der Natur angedacht. Der Mensch findet es halt toll, es wird halt so gemacht. Nur die ganzen Folgen kennt man, ja, durch die ganzen Krankheitsbilder und so weiter. Weil zu verschiedenen Jahreszeiten sollte man nur bestimmte Dinge essen. Macht man aber viel zu wenig. Und ich denke mal, da kann sich jeder selbst an der Nase packen. Ja. Es ist halt einfach so eingebürgert inzwischen. Ja, richtig. Wir motivieren die Leute natürlich auch, dass sie selbst in ihren Regionen so Gartengemeinschaften bilden und gemeinsam anbauen. Allein ist es sehr mühsam. Wenn mehrere sind, da kann man natürlich kleine Gerätschaften anschaffen, die eben entsprechend hilfreich sind und gemeinsam sowas betreuen mit der Gesellschaft, mit Gesprächen und so weiter, über vieles andere auch. Ich bin der Meinung, Gartenarbeit ist eine der besten Psychotherapien, die es eigentlich gibt, weil man einfach in Kontakt mit der Mutter Erde ist und man kann da wirklich auch abschalten, sich sehr gut entspannen. Wir haben ja auch ein Ackerbauprojekt, was wir vor, glaube, 4-5 Jahren gestartet haben, wo Familien und Einzelpersonen hinkommen können, wo wir uns einmal die Woche treffen und gemeinsam den Acker bestellen mit
Gemeinschaftsflächen, wo wir gemeinsam Kartoffeln anbauen und Kraut. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, einzelne Parzellen zu machen. Und was sich da herausstellt, wenn man das gemeinsam macht, dann macht es erstmal viel mehr Spaß. Die Leute reden miteinander und es kommt Kommunikation auf und man hat mit wenig Aufwand eigentlich viel Ertrag. Und wir haben oft so viel Ertrag, dass wir gar nicht wissen, wie wir das alles essen können, beziehungsweise wie wir das dann weiter verarbeiten können. Also das ist auch so ein Lernprozess, dass man nicht alles allein machen muss, sondern dass der Gemeinschaftssinn damit auch gefördert wird und gemeinsam etwas mit Gleichgesinnten sozusagen aufgebaut wird. Und die haben mit dieser Methode einfach viel mehr Spaß und die Gemeinschaft, das soziale Gefüge wächst und man hat den angenehmen Nebeneffekt, dass man mit wenig Aufwand eigentlich viel Ertrag zusammenbringt. Ja. Früher gab es ja auch eigentlich immer Großfamilien, wo jeder mit angepackt hat. Da war das eigentlich ganz normal. Ja. Heute hört man es immer, ja, es gibt nur noch Single-Haushalte. Ja, und das ist halt recht praktisch, einfach in den Supermarkt rein. Ja. Oder vom LKW, da gibt es die schönen eingefrorenen Sachen, die direkt an die Haustür geliefert werden. Ja. Ja, und dann in der Mikrowelle schön warm machen. Und ich sage halt immer, von dieser Lebensweise, was die Menschheit noch hat, wundert es mich, dass noch so viele am Leben sind. Ja. Das ist noch so eine andere Geschichte. Okay. Was bietet ihr sonst noch alles an bei euch im Verein, in dieser Lebensinsel? Ja, wir haben unter dem Begriff Naturschule Schwarz haben wir viele themenbezogene Kurse drin, wo es um auch im weitesten Sinne Themen zum Autark werden, wo wir zeigen, wie man zum Beispiel Terra Preta selber herstellt, Holzkohleherstellung mit einfachen Mitteln, wie wir die Ernte haltbar machen können mit Solardörrer und das Nutzen der Sonnenenergie, die Sonnenenergie nutzen für unsere Zwecke kostenlos, steht sie bei Sonntagen zur Verfügung, wo man Energie gewinnen kann, wo man kochen kann, wo man Dinge haltbar machen kann und Ähnliches. Dann gibt es viele Themen aus dem Gesundheitsbereich, wo vermittelt wird, wie man mit eigentlich alle gesundheitlichen Probleme mit den Pflanzen, die um einen herum wachsen, eigentlich beheben kann. Da geht es einfach darum, dass Wissen vermittelt wird, welche Pflanze für welchen Zweck eigentlich geeignet ist. Wir haben ein sehr großes Kräuterbeet, was wir für diese Zwecke hernehmen können. Wir vermitteln, wie man Salben und Tinkturen herstellt und Essenzen herstellt, wie man homöopathische Mittel selber herstellen kann. Also dieser gesamte gesundheitliche Aspekt, den versuchen wir dort auch abzudecken. Und auch da lernen die Leute, wie einfach es eigentlich ist, dass man selber zum Beispiel homöopathische Mittel oder Mundsalben herstellen kann oder Ähnliches. Ja, dann gibt es verschiedene Technikkurse, eben die Solartechnik, die wir vermitteln, oder das mit Energieversorgung, wie man mit Holz umgeht, wie man Holz stapelt, welche Öfen man auch selber bauen kann zum Heizen, Raketenofen oder Rocket Stoves und sowas. Also wir versuchen eigentlich die ganze breite Palette abzudecken, wie man sich selber irgendwie im Leben ohne großen Aufwand zurechtfinden kann. Also letztendlich die ganze Bandbreite, wo hochspannend ist. Wir haben ja gesagt, auch bei Lebenskraft Wasser e.V., zumindest ich und der Patrick, wir werden bei euch auf jeden Fall teilnehmen. Ja? Auch mal auf dem Kurs und mit der Kamera mal so ein bisschen mitschneiden, um einfach mal so ein bisschen einen Einblick dazu geben, was ihr eigentlich alles macht. Und ich freue mich schon riesig drauf, das wird bestimmt hochspannend. Ja? Weil ich sowas ja auch noch nie persönlich gesehen habe. Ja, nur so einzelne Aspekte, aber so diese Ganzheitlichkeit, was alles dazugehört, habe ich so in dieser Form auch noch nie irgendwo richtig gehört oder dass es irgendjemand macht. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ja, es entwickelt sich auch immer weiter. Also es kommen eigentlich jedes Jahr neue Themen dazu. Ein neues Thema, was uns jetzt beschäftigt oder womit wir uns beschäftigen zum Autark werden, gehört ja auch die Möglichkeit, dass man als Mensch sich wieder weiterentwickeln kann oder sich entfalten kann, was durch das System, durch die Verwaltung eigentlich sehr stark unterbunden ist. Und da versuchen wir auch Möglichkeiten
zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, wie man wieder souverän werden kann und aus dieser Souveränität ganz anders handeln kann. Mhm. Und das ist jetzt gerade das neueste Thema, was uns bewegt und, ja, und so entwickelt sich immer was weiter. Wie schauen bei euch die Kurse aus? Wann sind die nächsten Kurse angedacht? Also die autark werden Kurse. Es gibt, wie Andreas gesagt hat, einen Basiskurs, einen Wochenendkurs, 2,5 Tage und einen Intensivkurs, 6 Tage. Den Basiskurs, der wird eigentlich monatlich angeboten, der Intensivkurs alle 2 Monate. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass zumindest in der wärmeren Jahreszeit von März bis Oktober eigentlich jeden Monat ein Kurs stattfindet. Und dann zusätzlich gibt es eben diese themenbezogenen Kurse wie Holzkohle oder ätherische Öle gewinnen und solche Sachen. Okay. Also immer wieder mal ein Kurs. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir werden auch dabei sein, die ein oder anderen, wo sich auch anmelden, werden uns dann auch vorfinden vor Ort. Super. Darf der ein oder andere mal live mit dabei sein, wie das so alles abläuft. Ja. Ja, haben wir alles? Fällt euch sonst noch was ein zum Thema? Ja, jeder, der autark werden will, also vielleicht das noch, autark werden ist keine Hexerei, das können wir aus eigener Erfahrung sagen, aber es gibt sehr viel Berührungsängste, weil man nicht mehr weiß, wie es geht. Ja. Und wir versuchen eben auf diesen Themen, auf diesen Kursen zu vermitteln, dass es eigentlich ganz einfach ist. Ja. Und wir möchten eigentlich viele Menschen ermutigen, in diesem Bereich autark zu werden, weil ich denke mir, es ist wichtig, dass man Dinge wieder in Eigenverantwortung und Selbstverantwortung tut und auch wenn es bequem ist, sich eben nicht immer auf die anderen verlässt, weil das macht eigentlich das Menschsein aus, dass man alles in Eigenverantwortung tut. Ja, insofern laden wir viele Leute ein, sich mit dieser Lebensphilosophie auseinanderzusetzen und sich dieses Wissen auch anzueignen. Und wir können da unterstützen. Sehr schön. Man muss vielleicht auch erwähnen, dass wir dann auch weniger schöne Themen ansprechen müssen. Das ist einfach das Verhalten in Krisenzeiten und so weiter. Das ist gleich ein wichtiger Teil. Und vor allem weist man natürlich die Leute darauf hin, dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine Angst haben sollte, eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist auch, dass sich Leute wirklich in Gemeinschaften vor Ort treffen und bestimmte Themen entwickeln und angehen. Dass wir einfach mehr werden mit dieser Gesinnung und dass wir dadurch irgendwann was verändern können. Krise heißt im Chinesischen auch Chance, genau. Also Neubeginn. Ja, es tut sich was Neues auf. Ja. Also wir sehen einfach, dass dieser Paradigmenwechsel, wie oft genannt wird, kommt. Es könnte sein, dass es ein holpriger Übergang ist, aber wir sehen eigentlich das Licht in der Zukunft und wir freuen uns auf diese Zukunft. Und da wollen wir den Beitrag dazu machen, dass wir den Leuten zeigen, wie es in dieser holprigen Übergangsphase, wie man das gestalten kann. In einer Gemeinschaft mit Selbstversorgung und vielleicht auch Bevorratung, so dass man nicht in ein tiefes Loch fällt, sondern dass man wirklich nicht alleine ist. Krise als Chance, das ist auch oft aufgeschrieben, so dass sich die Menschheit nur weiterentwickelt, wenn es ihr schlecht geht, dass man dann darüber anfängt nachzudenken. Und das zum Thema Angst, wenn man weiß, wie man sich helfen kann und alles zur Verfügung hat und die Möglichkeiten oder die Menschen kennt, die einem in einer Gemeinschaft weiterhelfen, dann muss man auch keine Angst haben. Und das versuchen wir zu vermitteln. Letztendlich geht es ja darum, dass wir Spaß und Freude am Leben haben. Richtig. Und dass wir richtig leben können. Dass wir die Freude auch wiederfinden. Ja, in unserem Alltag. Ja. Was leider immer mehr verloren geht. Genau. Man sieht es auch an den Selbstmordraten, es wird immer mehr. Zwänge, es wird immer noch so ein bisschen verheimlicht, aber es wird immer mehr, weil die Leute in unserer Gesellschaft nicht mehr klarkommen, weil sie zu viel emotionalen Druck bekommen. Ja. Und ich denke mal, eine tolle Sache für unsere Zuschauer. Ja, alle reden immer von einem autarken Leben, von einer Krise bzw. einer Krisenvorsorge. Nur das Allerwichtigste ist, etwas zu tun, selbst zu handeln. Und dafür könnt ihr euch vertrauensvoll an Andreas und Eckhard wenden.
zu den ganzen Kursen. Vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Kurs. Und ich bedanke mich bei euch für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal.